Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Schulvideo. Heute soll es einmal eine Fortsetzung geben von dem Video 5 Sinnesorgane, die Grundlagen. Und da haben wir in dem Video schon eine von den 5 Sinnesorganen genauer behandelt. Und heute wollen wir uns das zweite anschauen. Und das zweite ist in meinem Fall das Auge. Weil zu dem Auge gibt es ja auch viel zu sagen. Was man mit den Augen macht und wie viel es davon gibt, sieht man schon hier. Es gibt zwei. Und es gibt ja verschiedene Augenfarben. Ja, das wollen wir uns nicht genauer beschreiben. Und dann gibt es ja, das Auge hat ja einen bestimmten Aufbau. Und ja, also wir wollen uns heute erstmal den Aufbau eines Auges angucken. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, wie ihr seht, habe ich hier probiert, ein Auge zu skizzieren. Also ich weiß vom Auge jetzt 5 Bestandteile. Wenn es mehr gibt, dann müsst ihr das mal irgendwie mir Bescheid sagen. Und wir schauen uns jetzt immer das Bild an. Danach nehme ich den Zettel weg und wir schreiben hier das auf. Können wir schon mal hier 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und was das jeweils ist. Und wozu das im Grundlegenden da ist. Genau. Die 1 ist die. Na, ich warte jetzt immer ein bisschen, dass ihr überlegen könnt. Vielleicht wisst ihr es ja. Ja, die 1 ist die Augenlinse. So. Ja, und wozu ist die da? Die tut das Licht, was ins Auge fällt. Licht. Scharf stellen. Das macht du manchmal dann die Kamera, ne? Die tut dir auch manchmal Licht da scharf stellen. Und selbst mit dem ich hier filme, die tut das dann hier eigentlich irgendwann mal scharf stellen, wenn ich das hier so näher ranhalte. Na gut, egal. Versuch was wert. Sie tut das Licht scharf stellen, dass das Licht dann auf der Netzhaut besser. Also, dass man das dann besser sieht, sozusagen. Die Augenlinse, die kann ja nur so ganz klein halt sein. Naja, egal. Entweder ganz klein oder sie kann auch größer sein. Nämlich, wenn sie kleiner ist, fällt weniger Licht durch. Und das ist besser, wenn es Tag ist. Also, wenn Licht scheint, ist es so besser, weil da schützt man das alles. Und sonst sieht man so verschwommen. Und wenn es Nacht ist, wird die Linse ganz groß. Und dann tut man dann so besser sehen. Genau. Jetzt kommen wir zum zweiten. So, wo ist die 2? Ach, die 2 ist hier oben. Was ist das? Genau. Die 2 ist die Hornhaut. Also wie eine Haut unsere Arme und alles schützt die Hornhaut einfach das Auge. Also Schutz des Augens. Ist das grammatikalisch richtig? Hoffen wir mal. So, jetzt kommen wir zum dritten. So, wo ist die 3? Die 3 ist hier hinten. Ja. Die 3 ist
die Netzhaut. Wie das Wort, also der Begriff schon sagt, besteht die wirklich aus einem Netz. Und das ist die Abbildung des Bildes. Also was man durch die Linse sieht, sieht man da. Abbildung des Bildes. Aber da ist etwas ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob man dieses Zeichen so kennt, aber ich mache das immer so, wenn... Also, das Bild ist verkehrt rum. Das heißt, die auf der Netzhaut sieht man das jetzt so. Aber daher, ihr das nicht so seht, da... Deshalb dreht das Gehirn, wenn es durch... Was? Genau, hier geht's durch. Und wie nennt man das? Ganz genau. Nämlich den Sehnerv. Und der Sehnerv, der ist eigentlich, genau, der tut das Bild weiterleiten. Zum Gehirn. Und das Gehirn. Ich sehe das nicht mehr. Gehirn. Fehlt noch ein R. Und da tut ihr das. Und deshalb seht ihr das jetzt richtig rum, weil das Gehirn nur dann das Bild halt wieder umdrehen. Ja. Also seht ihr eigentlich nie verkehrt rum. Es sei denn, es gibt einen kleinen Trick, aber den müsst ihr nicht unbedingt anwenden, weil da kann es euch schnell schlecht werden. Und zwar, wenn man so circa 30 Minuten Handstand macht, ist irgendwann der Kopf spielt dann verrückt und wenn man sich dann umdreht, kann es dann sein, dass man alles verkehrt rum sieht für einen ganz kurzen Moment. Aber nicht ausprobieren. Und jetzt kommen wir noch zu Nummer 5. Ja, was ist die Nummer 5? Ich denke mal, die Nummer 5 ist das Unbekannteste. Und zwar, die Nummer 5 ist die Regenbogenhaut. Ja, wozu ist die Regenbogenhaut da? Die Regenbogenhaut reguliert die Lichtmenge, die ins Auge fließt. Ja. Genau, die tut die Lichtmenge regulieren. Also wenn man jetzt... zum Beispiel, ich habe hier oben eine Lampe stehen. Wenn ich jetzt da reinschaue, reguliert die Regenbogenhaut die Lichtmenge, die in mein Auge fällt, dass ich die Lampe sehe. Ja. Dann würde ich noch sagen, wir machen eine ganz kurze Zusammenfassung und danach war es das schon mit dem Video. Also, das Auge hat einfach einen ganz bestimmten Aufbau. Viele Besonderheiten des Auges gibt's nicht. Man könnte das Auge mit einer Kamera vergleichen, weil die Kamera macht circa genau die gleichen Schritte. Ja. Dann gibt's die immer Bestandteile. Augenlinse, Hornhaut, Netzhaut, Sehnerv, Regenbogenhaut. Und die sind für die ganzen Sachen da. Genau. Dann würde ich sagen, das war's wie immer noch nicht ganz mit dem Video. Denn ich habe wie immer noch am Ende was zu sagen.
alles, was so gerade an Gewinnspielen läuft. Und zwar das eine Gewinnspiel, also es gibt nur eins, das Gewinnspiel, das mit der Kiste, was in der Kiste drin ist und was ihr da machen müsst, müsst ihr euch das Video Neues Gewinnspiel anschauen. Und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 26. Das heißt, schon diesen Samstag, ist das Samstag? Ja, Samstag. Ich habe schon mindestens schon mal ein paar Leute. Also 3 Stück sind schon mal. Also es wird auf jeden Fall ein längeres Video kommen als das zu der Karte. Genau. Dann der Livestream. Der wird leider kein Livestream, weil ich mir habe das mir so überlegt. Das wird besser werden als Video, als wenn man Livestream macht. Also an dem Tag kommt trotzdem frühs oder an dem Tag insgesamt kommt dann ein Video raus mit dem Rollenspiel. Es wird leider kein Livestream, aber es wird schon einmal der Moment kommen, wo die Zeit dran ist. Ja, wie ihr es jetzt vielleicht mitbekommen habt, habe ich eine neue Videobearbeitungsschneide-App. Also ein Videoschneide-Bearbeitungs-App. Da seht ihr, vielleicht habt ihr schon gehört, vielleicht habe ich irgendwann mal Musik eingeblendet. Also ich kann jetzt, während ich rede, ich kann meine Redelautstärke jetzt runter und hoch regulieren und Musik einblenden. Genau, das ist jetzt das, was ich mit PowerDirector noch nicht konnte. Aber PowerDirector ist trotzdem eine sehr schöne App gewesen. Aber ich habe mich jetzt für was anderes entschieden. Das seht ihr irgendwo hier unten. Ich kann es nicht aussprechen. InShoot, glaube ich. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt muss ich wieder Werbung einblenden. Und ja. Ja, und jetzt kann ich auch ganz viele Smileys einblenden zum Beispiel. Da könnt ihr jetzt, kann hier ein Smiley sein. Hier. Jetzt packe ich alles voll Smileys hier zu. Genau. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eine Übungsaufgabe eingeblendet wird oder auch nicht. Lasst ein Abo und ein Like da. Folgt mir auf Discord. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.